Hüsli ist ein kleines Haus, ja. Haus, Häuschen, Hüsli. Hüsli ist Schweizerdeutsch. Wir sind ein Landwirtschaftsbetrieb mit Milchwirtschaft und Ackerbau. Und wir suchten eine Nische, um ein bisschen Geld zu verdienen, weil die Landwirtschaft ist sehr schwierig, genügend Geld zu verdienen. Und dieses Hüsli hatten wir schon von meiner Großmutter her. Ich möchte vorausschicken, es ist mein Hof. Ich bin hier aufgewachsen, nicht mein Mann. Mein Mann hat eingeheiratet. Und meine Großmutter hat das gekauft. Es war an einer Landesausstellung im Jahr 1939 ausgestellt in Zürich. Und meine Uroma hat es gekauft und ist dann hier auf dieses Land gekommen und hat ihren Urlaub hier verbracht. Als wir den Hof übernommen haben, war es in einem sehr schlechten Zustand. Das Dach war morsch. Hier in der Küche war ganz offen und der Boden war auch morsch und man konnte nicht hier leben. Und da haben wir ein Gesuch gestellt, um es erneuern zu dürfen. Und mit der Zeit und den Jahren haben wir diese bekommen und konnten es so ausstatten, damit auch eine Nasszelle mit Dusche und WC eingebaut werden konnte. Ja. Und seit es fertiggestellt ist, ich möchte sagen, mein Mann hat fast alles selbst gemacht. Seit dann können wir es vermieten. Das ist seit 2016. Ja. Ja, er weiß sehr viel und er kann sehr viel selber machen. Er ist sehr kreativ, sehr begabt, hat auch sehr gutes Vorstellungsvermögen, ja, und kann dann Sachen kreieren und einbauen. Wir haben Kühe und die Kälber und die Stiere. Wir mästen sie und dann verkaufen wir es für Fleisch. Wir haben Ziegen, Hühner und wir haben noch einen großen Hund, einen Border Collie. Wir haben zwei Katzen, die kommen manchmal auch hierhin und ein Gockel. Wir haben Igel. Ich hatte Gäste, die haben gefüttert den Igel und ist jeden Abend gekommen. Zuerst einer und dann zwei und dann drei. Ja, das sind unsere Tiere. Ja. Die freudigen Gesichter, das macht mir sehr Freude. Ja, wenn ich sehe, die Menschen sind glücklich, hier zu sein, zu relaxen und zu genießen, denen es nichts ausmacht, wenn es nach Stall duftet oder stinkt. Ja, einfach so. Also die schönen Bäume sind einfach, ja, Menschen glücklich zu machen, das, ja, das liegt mir am Herzen. Ja, wenn Sie es wünschen, dann serviere ich ein Frühstück. Ich bringe ein Tablett mit verschiedenen Sachen vom Hof und natürlich auch gekauft. Mhm. Und da können Sie in Ruhe hier frühstücken. Nein, ich habe ein sehr großes Haus mit 11 Zimmern und ich habe genügend Platz. Also ich habe, wir haben 4 Kinder, die sind aber alle erwachsen. Und wenn die kommen, da gehen sie meistens wieder zurück nach Hause. Der weiteste wohnt in Bern und er schläft ab und zu hier. Aber ja, ich habe Freunde, die kommen hierhin, aber dann wollen sie es auch bezahlen. Aber ja, was ich noch sagen wollte, wir haben einen Sohn, der weitermacht. Der ist jetzt auch Landwirt und der arbeitet mit uns auf dem Hof. Ja. Okay.